Ich denke mal so über banale Sachen nach, die einfach peinlich sind in der Öffentlichkeit, aber eigentlich nicht peinlich sein müssen. Ich habe gerade für Luca seinen Geburtstag so cringe Luftballons gekauft. Mit denen durch die Stadt zu laufen, Alter, ist richtig komisch. Ich fühle mich einfach weird. Ich check aber nicht, warum. Luca, sein Geburtstag wird auf jeden Fall vorgefeiert. Morgen. Ja, da war eigentlich erst am Dienstag Geburtstag. Und ja, ich wollte eigentlich mit der U-Bahn fahren. Aber sicher nicht. Nee, nicht mit mir. Ich werde nicht mit diesen Luftballons in der U-Bahn sitzen. Dass die Luftballons da reingehen, weiß ich nicht. Alter, wie ist diese... Weiß nicht, wie manche Menschen so Auto fahren können. Wir schenken ihm ein paar Solomon. Die hat er sich damals vor ein paar Wochen in Kopenhagen angeschaut, aber da gab es sie nicht in seiner Größe. Ich hoffe, ich habe die richtige Größe bestellt. Dann haben wir für ihn Weingläser. Dann Socken noch, weil er unbedingt Nike-Socken wieder braucht, weil er ja keinen Bock hat, die zu sortieren. Noch irgendwas, ich habe es vergessen. Und ich schenke ihm auch noch was Eigenes. Das zeige ich euch irgendwann im Laufe des Vlogs. Lukas ist wahrscheinlich gerade hier trainieren. Ich muss ihm leider absagen, weil ich noch die Sachen organisieren musste. War auch beim Friseur gerade eben und sowas. 2 Stunden später. Hier haben wir auf jeden Fall, Leute, das Geschenk, das ich Lukas persönlich schenken werde. Welche Größe hatten wir bestellt? 44. Hier steht auch Spezial extra drauf. Das ist ein absolut geiler Schuh. Ich bin sehr traurig, dass ich den nicht habe. Dann morgen. Ladies and Gentlemen, so sieht der Tisch auf jeden Fall aus, wenn Lukas Geburtstag hat. Ganze Runde ist hier. Die Leute fragen immer nach dir, mein Freund. Ja. Wie geht's uns? Ja, gut, gut. Wir sind beim Barschli. Die Runde ist sehr, sehr groß. Das Wetter ist gut. Ich weiß nicht, ob ich euch den Schuh gezeigt habe, aber Ladies, doch, ich habe ihn euch gezeigt. 29 Euro pro Person. Ja. Makaber. Ein sehr underratedes Getränk, das es in Deutschland nicht gibt. Warte, wir müssen hier einmal noch reinschauen. Dino, warte kurz. Alles schon verpackt. Happy Birthday. Warum steht da 21? Was haben wir hier eigentlich alles zu essen? Wenn wir jetzt erklär mal was bitte. Was haben wir nicht, liebe Freunde? Obst, ist immer gut zum Frühstück. Gemüse, verschiedene Fische. Wir haben sogar noch Matthias. Lukas liebt Matthias, das kommt noch. Käseplatten, verschiedene Salate, Dips, Meses. Natürlich Shakshuka kommt bald special extra scharf. Why, liebe Freunde. Why. Das ist nicht so wichtig wie die Gesellschaft. Das muss ich euch sagen, obwohl ich ein Restaurant habe. Hier wird noch ein Schild vorbereitet. Ladies and Gentlemen. 5 Sekunden Zeit, eine Message für Lukas. Alles Gute, Brudi. We dancing. We partying. He nervous. Alles Gute. Bon compleanno. We're living in thumbnail, aber... Ich liebe dir. Lukas, wir lieben dich. Bleib weiterhin so stabil, wie du bist. Bleib gesund und mach weiter so. Lukas, wir lieben dich. Du bist der Beste überhaupt. Bleib weiter so. Hey, Leute, wieso schalten wir denn das Lied ein? Hey, schau, die zerbörte, wenn er kommt, ganz laut. Ja, das schaut man so raus. Ja, oder? Wie nochmal? So. Perfekt. Danke. Für alle Leute, die das nicht wissen, eigentlich hat Lukas nicht mal ansatzweise Geburtstag. Vielleicht lag seine Mutter jetzt schon in den Wehen, also gilt es fast. Randy hat schon 2 Bier drin. Eine Stunde später. Sie sind jetzt nicht weiter. Okay, ich glaube, wir können den Track schon spielen. Boah, die sehen uns sowieso hier. Schau, er hat jetzt schon gesagt, das ist cringe. Ich kenne ihn. Der hat jetzt schon gar keinen Bock drauf. Okay, ihr könnt rausgehen. Let's go, geht raus. I belong to you. I belong to you. Do just what you want. Alles gut? Alles gut, Bello. Alles gut. Noch nicht. Ach so, Entschuldigung. Du wolltest früher fahren. Yay! Hola, Jungs. Überraschung zu meinem Nicht-Geburtstag. Als allererst mal auf Sabrina, weil sie das alles organisiert hat. Das ist der important part. A couple of drinks and some food later. Happy birthday, lieber Ich hab mein eigenes Ding in der Hand, weißt du, ich mein, das... Schau da, ja, damn, don't show. Das wird alles gezeigt. Lukas, Text der Welt, dreh's einmal um. He cringe. Ja, damn. Ja, damn. What the fuck? Was soll das, Alter? Woher? Aber hey, ja. Mr. G, auch wenn wir ein bisschen zu früh dran sind und du noch ein paar Tage süße 28 bist, wollen wir auf dich anstoßen und den heutigen Tag zu deinem machen. Wer schreibt aber so? Ein Teil davon ist bereits geschafft. Die Bräuche sind voll und bereit. Zuerst darfst du aber noch deine Geschenke öffnen. Stamperl hoch, Leute. Danke, dass ihr alle da seid. Noch einmal. Wir stoßen an. Kuss geht raus für die Überraschung. Cheers. Freue mich sehr. Jetzt verbrennt jemand diese Karte sofort. Schon geil. Die ist richtig krass. Ja, ja. He got a big...
Cup of coffee. So Lukas, auspacken. God damn. Als allererstes muss mal gesagt werden, okay? Hauptorganisation, deine Chefin. God damn. Salamonis. He got some chocolate eatings in here, yeah? Ein Bueno, ich nehme einen Zwischenmiss von Bueno. Bezahlte Werbung. Was könnte das sein? God damn. Eins, was ich mir schon mal gewünscht habe. Ich sag nichts. Faltenlecker. Oh, Digga. God damn. Das ist von Luigi, oder wie? Ja. Grande Gigi. Liebe Grüße gehen raus an Gigi. Naja, warte. Du musst raten, Bruder. Chill. How did you know? Es ist jugendfrei, kann es auspacken hier. Ja. Stell mal vor, es wäre live. Da ist ein ganz langer Cut jetzt hier drin. Okay, was ist es? Eine Packung. Okay, perfekt. Stressschweine kann immer so. Wenn er mal sauer Friend ist, dann kann er. Weiß ich jetzt nicht, Digga. Das fühlt sich an wie so eine Little Wiener. Sein Geschenk. Hey. I missed your ass. We going to LA. Dang. Es war Sabrinas Idee, will ich nur noch mal sagen. Cause she's supporting your alcoholism. Hören wir es gleich mal. Nein. Heute noch beide kaputt. God damn. You got some custom made glasses. Yeah. Wann ist Schachtel Zigaretten oder? Ja. Ist jugendfrei? Ja. Auf Lukas. Hey. Eine Stunde. God damn. Ah. 5 Sekunden für Lukas, schnell. Alles Gute, Mann. Lukas, für wen hast du gerade das Parfüm drauf gehievt? Oh, he hunting tonight. He gonna get married in a few days. He gonna search for his baby mama. Dreimal hoch. Wir sind beim Barschließ hier. Okay, einmal ein Applaus. Bester Gastgeber, den man in Wien haben kann. Oh, jetzt aber. Oh. Zwei Stunden später. Ladies and Gentlemen, wir sitzen auf jeden Fall im Uber auf dem Weg zur Party. Nico, Eliro, Lucas, wie heißt du, Bro? Ibo und Randy sind am Start auf dem Weg. Wir gehen heute auf keinen Techno ohne Sonntag. Kein Sonntag ohne Techno. Hab ich ja noch nie gemacht. Oh mein Gott, du siehst so geil aus, Junge. Okay, lass es einfach. Das ist das Beste, bitte. Nio. Was ist das? Kein Zucker. Proteinriegel. Schmeckt das wenig? Warte. Das ist so geil. 8,2 von 10. Zuckerfrei. Hat die? Mm-mm. Okay, schon sehr geil. Aber. Schmeckt gut. Neon. Ladies and Gentlemen, mein Ticket funktioniert aktuell noch nicht. Nee, das okay. Geht auch nicht. Aber hat es rot angezeigt oder passt? Ja. Jetzt gerade rot. Ich sag, du lässt ihn noch weiterlaufen. Ich lasse ihn nur weiterlaufen, weil Lukas es gesagt hat. Ich weiß nicht, wie heftig die Szenen noch. Ja. Lässt ihn weiterlaufen. Ich weiß nur nicht, wie heftig die Szenen switchen werden. Das heißt, wenn ihr euch jetzt bald nicht mehr auskennt, dann ist es so. Aber ihr erlebt alles mit. Zu late. Ich habe mit der Schall nichts zu tun, wenn du mich fragst. Ich muss zusehen. Das sind Stripper aber, Leute. Ich glaube, das sind Stripper. Das ganze Ding fühlt sich in einer Spinning Class an. Ich bin euch ehrlich, sieht auch so aus. Bruder, das kann eh nicht ins Internet so. Die Leute denken, ich bin auf. Soll ich einen Mann jetzt küssen? Ladies, ich bin jetzt da für euch.